Für das scharfe koreanische Huhn schneide ich die entbeinten Keulen in 3 Stücke. Wenn man Hühnerbrust verwendet, schneidet man sie in 4 Stücke. Maisstärke? Etwa die gleiche Menge. Backpulver. Und jetzt umrühren. Der Teig soll nicht fest. Die Soße ist total simpel. Es kommen viele Zutaten rein, die ich bereits verwendet habe. Ingwer, direkt in den Topf rein. Wir haben 2 dicke Knoblauchzehen geknackt. Brauner Zucker, auch schon benutzt. Dann geröstetes Sesamöl. Dann einen guten Löffel koreanische Chilipaste. Das hier ist zu dick für eine Soße. Womit strecken wir sie? Nicht mit Wasser, sondern mit aromatischer, fertiger Hühnerbrühe. Man frittiert das Hühnchen im Teigmantel und gießt dann Soße drüber. Dazu gibt's scharfen Kimchi. Koreanisches frittiertes Huhn.